Und? Wie fühlt es sich an? Mach meinen Kopf noch weiter nach hinten. Du sollst ja so weit nach hinten, hinterlegst du wohl nur mit dem Gesicht oben. Guten Morgen. Aus Bangkok. Heute das letzte Mal. Unsere Pläne haben sich mal wieder geändert. Und ja, dazu gibt es aber im nächsten Video mehr Infos und jetzt gehen wir erstmal zum Pool. Ja, bisschen Sonne tanken. Jetzt aufgemacht und sind gerade aus der Bahn wieder raus und jetzt gehen wir zum Floating, zum Theta Floating Center. Das haben wir noch nie gemacht. Das wollen wir uns mal anschauen. Das ist hier auf jeden Fall auch günstiger als in Deutschland oder Europa und das soll so cool sein. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir sind jetzt drinnen und haben hier so einen blauen Tee bekommen, so eine Einweisung gerade, wie das dann gleich funktioniert und wir sind schon echt gespannt. Mhm. Oder? Super. Hier ist jetzt die Floating Lounge, hier ist man vor und nach dem Floaten. Ist auch echt richtig schön gemacht hier mit der Wand und wir waren gerade noch kurz vorher auf Toilette. Und jetzt wird uns alles genau gezeigt und ja, legen wir mal los. Okay. And inside the drawer, there will be everything you need when you finish the shower. Okay, even like contact lens case if you got your feet that way. Okay. On the right side, that's the light button. So once you think you're the right time, you can turn off the light. Actually, there was two light. One, it will start with the green, so the color keep changing, so they have like seven colors. So people like, yeah, like, okay, it's fancy, nice color. Or if you turn on again, start with the blue. So the blue, like all in one, like calm, like, you know. So, wir sind jetzt drin im Floating-Raum und ja, so sieht's aus hier. Einmal wurde uns gerade erklärt, was wir tun dürfen, was nicht. Also nicht in die Augen packen wegen dem Salzwasser und ähnliches. Und sehr nett, auf jeden Fall die Frau. Dann gibt es die Ohrstöpsel, dass man wirklich totale Ruhe hat, eine Lotion für nachher, aber vor dem Floaten soll man sich duschen, das macht Jessie gerade auch da hinten. Und ja, dann geht es hier ab in den Tank rein und dann schließt man den, dann kann man hier so Farbwechsel aktivieren oder auch nicht oder auch das Licht ganz ausmachen und das ist ein riesengroßer Tank, das ist echt Wahnsinn. Dann zieht man den hier oben zu, ja, und dann schwebt man da drin, floatet man und ich bin echt gespannt, wie das ist. Definitiv, oder? Ja. Da guckt sie um die Ecke. So sieht es dann aus, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Richtig cool, bin ich gespannt, echt, wie es gleich ist, wenn man da drin liegt. So, die Frau versucht es jetzt das erste Mal. Und, wie fühlt es sich an? Mach meinen Kopf noch weiter nach hinten. Du sollst ja so weit nach hinten, hinterliegst du wohl nur mit dem Gesicht oben. So das Stückchen, das ist da frei, der Rest ist wohl unter Wasser. Ein bisschen im Nacken irgendwie. Ja? Ja, wenn, dann kann man sich hier vorne noch das Kissen nehmen. Das ist ein komisch. Wir sind gespannt. Ich bin jetzt frisch geduscht und hinter mir wird hier gerade das Wasser aufgefrischt und abgepumpt und ja, hier gibt es auch richtig coole Lotion, die riecht super zum Körpereincremen danach und alles andere, vor allem hier für die Frauen, gibt es auch Wattestäbchen, alles zum Haare machen, Haare föhnen, ist schon ganz cool.
ja, alles drin. Und guck mal, wie es Jessie gefallen hat. Ich sitze jetzt hier wieder im Raum und warte noch auf meine hübsche Frau. Die ist nämlich noch nicht fertig. Jetzt gibt es wieder hier noch so einen blauen Tee. Ja, wird scharf. Und so eine Praline dabei. Und die ist sogar vegan. Sehr, sehr cool. Ist auch ganz cool. Hier vorne steht eine Kamera. Und da kann man sich mit fotografieren. Und dann stehen oder hängen hier die ganzen Bilder an den Wänden. Echt lustig gemacht. Viele, viele Leute schon. So, wir wurden jetzt auch noch fotografiert. Hier ist der Beweis. Dann kommen wir auch hier ab an eine von den Wänden. Wir haben uns jetzt schon auf dem Weg zum Veganerie-Café nochmal gemacht. Einmal abschließend, bevor wir weiterfliegen. Muss es noch sein. Und, wie gefiel es dir? Also ich bin total entspannt, aber mir war es ein bisschen langweilig. Es war halt eine interessante Erfahrung. Aber mir ist auch ein bisschen schlecht geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Alkohol vorher. Nein, war ein Witz. Und ja, aber ansonsten war es eine sehr interessante Erfahrung. Ja, ich finde das interessant dann, wie die Erfahrungen auch so unterschiedlich sein können, weil. Ja. Also wer das mal macht, ist vielleicht nicht für jeden genial. Jetzt ab ins Café. Und gehen nach Hause, denn wir müssen noch unsere 7 Sachen packen. Morgen geht's ja schon weiter. Ja. Auch man sich gar nicht festhalten, dass so viele Leute wollen. Mittlerweile haben wir jetzt schon 8:45. Bei mir ist der relaxte Zustand nach dem Floaten noch angehalten oder ist noch vorhanden, aber ändert sich wahrscheinlich gerade, weil ich am Packen bin. Jessie ist schon fertig, die hat ihre Sachen da hinten schon stehen. Wir haben noch Wäsche in der Waschmaschine und Jessie macht hier gerade eine Meal Prep, die bereitet uns Essen für morgen vor. Eine Reis- und Gemüsepfanne. Ja, hier ist der Reis dazu, kommt noch Sojasauce bei. Und so sieht's aus. Ja, Floating fand ich, wie gesagt, heute richtig cool. Würde ich direkt wieder machen. Bei dir war es so... Ich fand es auch interessant, aber ja, bis auf die Tatsache, dass mir halt schlecht wurde. Aber sonst war es halt mal eine interessante Erfahrung. Ja, so sieht's aus. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das auch was für euch wäre. Ich hatte zum Beispiel am Anfang so ein bisschen Angst, dass ich Platzangst bekomme, weil man ja in so einem Ei dann drin ist. Aber das war gar nicht so. Ja, also fand es auch nicht schlimm. Ja. Ja, war eine coole Erfahrung, fand genau. ich. So ist es, ja. Und an für sich, freut euch mit uns, es geht weiter. Wir verlassen Bangkok und ja, dann bis zum morgigen Video. Ciao. Ciao. Mm-mm.